Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Half-Life Opposing Force. Wir haben uns hier durch die mit Alien infestierten Testräume der Black Ops gekämpft und wurden jetzt von ihm hier instruiert, dass es unten wohl irgendwelche starken Aliens gibt, die schon zwei meiner Männer getötet haben. Und er wünscht mir viel Glück, dass ich diese zu besiegen schaffe. Schauen wir mal. Also zunächst einmal haben wir sehr viel Wind und diese weißen Dinger, die uns wohl sagen, wir sollen nach vorne. Sehr viel Müll, der hier ist. So. Die Munition können wir nicht einsammeln. Schauen wir mal weiter. Es ist so windig, dass ich nicht kaum dagegen ankomme. Aber jetzt hier unten nicht mehr. So, das hier ist nur Textur. So, dann wollen wir doch mal sehen. Tür auf, bitte. Jetzt aber. Das ist der Endkampf, Leute. Das ist die Stelle, die ich vorher meinte. Daran konnte ich mich gar nicht mehr erinnern, dass hier ein... Okay. So, wir brauchen nämlich das hier... Diese Brücke wird im Laufe des Kampfes zerstört werden. Dann müssen wir mit dem Grappling-Ding hier hin. Damit müssen wir dann hier rüber. Und wir müssen den Gegner, der hier erscheint, immer hiermit in die Augen schießen. Daran kann ich mich noch dran erinnern. Das war ein Treffer. Hier war irgendwo der... zweite. Oh, hier die zweite Knarre. Ach, auf der Seite. Ja, nein. Ich glaube jetzt, das ist das Ding, das wir eigentlich treffen müssen hier unten. Das, mit dem wir Schaden machen, eventuell aber auch nur mit denen hier. Gehen wir nochmal zurück. Da kann ich mich gar nicht mehr erinnern, dass der jetzt Gegner spawnt. Aber ich erinnere mich, jetzt hier ist ein Heilungspool, an den ich mich letztes Mal nicht erinnere. Also, ich glaube, den habe ich auch gar nicht bemerkt letztes Mal. Ja, Genau, werf den auf dich selbst, Freund. Super, ich kann doch das gerade gar nicht aktivieren. Okay, nochmal heilen. Nochmal die Augen, linkes Auge. Jetzt ist die Brücke hinüber, wenn ich mich nicht irre. Rechtes Auge, ja. Und noch heilen. Thank you.
Los, komm, greif mich an. Dann habe ich nämlich eine Weile Ruhe vor dir. Hallo. Das sieht übrigens aus wie irgendwie die Mutter von diesen ganzen grünen Viechern, die wir schon hatten. So, jetzt greift er an. Jetzt ist er wieder eine Weile ruhig. Irgendwie. Ich muss jetzt hier runter und wieder hier hoch. Und das spawnt ja wieder die Gegner. Ja, los, mach den grünen Angriff. Sehr schön. Ah, ich glaube, ich muss die Geschichte mit den Augen oft genug machen. Er macht nämlich jedes Mal den Raum etwas kaputt. Ich glaube, die Quintessenz ist, wenn ich das oft genug mache, dann hat er irgendwann den Raum geplättet. Los, mach deinen Giftgasangriff. Ich will auf die andere Seite. Ich gehe mal davon aus, dass er die hier getötet hat selbst. Nein, da ist noch einer. Okay. Der kann sich gerade nicht entscheiden, wo er sein möchte. Ja, ich habe den Kampf viel spannender im Gedächtnis, muss ich gestehen. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass ich damals cheaten musste, um nicht drauf zu gehen. Okay, noch dein grünes Zeugs. Hallo. Das ist nicht schlimm, wir haben gespeichert. Oh, okay. Leider zu spät. Genau, Marlboro, mal GG. Swagger. Da waren zwei von euch, oder? Ich bin ziemlich sicher, dass die zu zweit waren. Einmal Grünattacke. Einmal rüber. Dann haut er hier rauf. Ich warte wieder, bis er seine Grünattacke gemacht hat. Einmal Grünattacke. Und einmal, jetzt haut er mich. Und jetzt geht's nach unten. Und mit mir.
Er spawnt wieder. Ich kann heilen. Funktioniert. So. Der macht immer mehr kaputt. Einmal Giftgas, einmal auf die andere Seite. Hallo. Der versucht mich zu hauen. Ich warte noch auf den nächsten Giftgasangriff. Haut er mich nochmal. Jetzt muss ich nach unten. Ich hau das mal alles rein. Das scheint ihm ziemlich wehgetan zu haben. Okay. Scheint wirklich irgendwas getan zu haben. Die Explosion in seinem Bauch hat ihm nicht gefallen. Hallo Freund. Hier ist man mit ein bisschen Mundgeruch. Na? Das war immer das Auge. Da kracht wieder was weg. Ich warte auf den nächsten Giftgasangriff, der kommt jetzt. Und hier, jetzt will er mich hauen, beziehungsweise tut das auch. Ich schieße ihm wieder ins Auge. Und er zeigt wieder seinen Bauch. Das scheint nicht allzu viel zu tun. Okay, dann wird es wohl doch einfach nur. Das war dumm. Einfach nur das sein, weil er. Hallo? Hallo, ich hänge in der Wand. Das ist der Grund, warum man speichert. Jetzt warte ich nochmal ab wegen dem Giftgasangriff. Da kommt er. Der ging über mich hinweg. Der Haue macht mir nichts aus. Ich habe hier den Heilpool. Also einmal zurück. Hier hoch. Zack. In den Heilpool. So. Gucken. Hallo. Einmal Auge. Der haut sich den Kopf an.
Hallo, hier bin ich. Hau mich doch, stört mich nicht. Tut mich jetzt das Auge weh. Geht davon aus, dass das Ganze auch alles etwas flotter geht, aber da wird ihm schlecht, er hält sich den Bauch und er muss Huch. Da bin ich hängen geblieben an der Architektur, machen wir mal so. Verschwinden, obwohl es der Endkampf ist. Hallo Freund, schieß mal. Das scheint ihn wirklich zu treffen. Gut. So. Dann wird man ein wenig reckless, wenn man den Kampf halt irgendwann auch fertig kriegen will. Da habe ich das Gefühl, das macht ihm keinen Schaden. Mich würde interessieren, ob ich gerade einen extremen Denkfehler habe oder ob ich es eigentlich richtig mache. Ich meine, es sieht hier so aus, als bäumt er sich vor Schmerz auf. Hallo.
Ja, da habe ich jetzt gar nicht viel zu erzählen. So, außer dass ich jetzt wieder warte, dass er hier drauf schießt, um wieder auf die andere Seite zu kommen. Das war jetzt etwas zu. Hallo? Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt richtig ist. Habe das Gefühl, irgendwie mache ich es falsch. So, probieren es auch noch mal ein bisschen. Sehr fein. So. Und einmal Gas. Und einmal linke Seite. Und wenn er mir erlaubt, dass ich hier das Ding hier annehme. Seite. Warten, bis der hier einmal seinen Angriff macht. So, einmal nach vorne, dann will er mich hauen. Hau mal zu. Genau. Einmal das. Oh, das war jetzt ungut. Das gefällt ihm auch nicht. Eigentlich wollte ich nur zu der Waffe wechseln, um halt zu früh. Da ist der da. So. Hallo. Das hat trotzdem noch geklappt. Hier zu. Einmal runter. Dann nehmen wir mal dich, Freund. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Okay. Hallo. So, noch einmal hier so. Der haut erst noch, das vergesse ich immer. Das mal ein Auge. Mal drauf.
das hat wehgetan. Das hat sehr wehgetan. Der löst sich gerade auf. Und ich glaube, das war tatsächlich... Ja, ich wurde wegteleportiert. Dann schauen wir jetzt mal uns das Outro an. Aha, Corporal Shepard. Endlich treffen wir uns. Glauben Sie nicht, ich wäre Ihnen aus dem Weg gegangen. Aber in diesen unruhigen Zeiten muss ich mich eben um viele Dinge kümmern. Ich hoffe, Sie verstehen das. Und jetzt brauche ich noch etwas mehr Nachsicht Ihrerseits. Ich kann meinen Bericht erst abschließen, wenn alle losen Enden zusammengeführt sind. Die größte Peinlichkeit war dabei die Black Mesa-Forschungsanstalt. Aber das hat sich ja nur von selbst erledigt, wenn ich richtig informiert bin. Oh ja. Allerdings ist da immer noch das leidige Problem mit den Augenzeugen. Ich gebe zu, dass ich Leute, die sich anpassen und allen Widrigkeiten zum Trotz überleben, irgendwie faszinierend finde. Sie erinnern mich irgendwie an mich selbst. Das ist einer der Gründe, warum ich dafür gestimmt habe, sie noch eine Zeit lang am Leben zu erhalten. Ich meinerseits glaube zwar, dass ein Regierungsbeamter wie Sie selbst versteht, wie wichtig Diskretion ist. Aber meine Vorgesetzten haben nicht so viel Vertrauen in Sie. Und damit Sie nicht ständig der sehr menschlichen Versuchung ausgesetzt sind, alles auszuplaudern, haben wir beschlossen, Sie an eine Stelle zu versetzen, an der Sie keinen Ärger machen können und wo auch Sie keinen Ärger bekommen können. Wenn Sie mir jetzt also folgen würden, ich bin sicher, Sie können sich schlimmere Alternativen vorstellen. Ich würde gerne folgen. Aber ich kann nicht. Oh, okay. Das war's. Wir wurden also von dem G-Man in Haft genommen. Das war also Half-Life Opposing Force. Ein Spiel von Valve in Zusammenarbeit mit Gearbox Software. Oder von Gearbox Software basiert auf Half-Life, was von Valve ist. So genau weiß ich das gar nicht. Muss ich zugeben. Ich habe das damals so verstanden, dass das Valve zusammen mit Gearbox gebaut hat. Ja, und natürlich kommen hier jetzt nochmal die ganzen Credits, die ich euch nicht vorenthalten werde. Ja, Sierra Studios stehen auch dabei. Tatsächlich weiß ich ja gar nicht, was die damit zu tun haben. Ich bin total uninformiert, was dieses Spiel angeht. Ich kann euch nur sagen, wie ich das damals empfunden habe und wie das damals für mich das Spiel war. Aber wie man sieht, Opposing Force im Vergleich zu Half-Life ein relativ kurzes Spiel. War auch tatsächlich nur so ein 270 MB Download. Also kein Wunder. Ja, das habe ich tatsächlich damals noch gespielt. Den nächsten Teil, den ihr dann nächste Woche, dessen Anfang nächste Woche sehen werdet, ich nehme jetzt gleich weiter auf, den habe ich tatsächlich erst sehr, sehr spät gespielt, wenn überhaupt. Ich weiß gar nicht, ob ich Blue Shift jemals gespielt habe, muss ich sagen. Ich weiß nur, dass man da einen der Sicherheitsleute spielt. Und daher finde ich es auch sehr komisch, dass die jetzt sehr, sehr blöd dargestellt werden. Wahrscheinlich sollte da einfach mit einem Klischee bezüglich Sicherheitsleuten gespielt werden. Naja, ich jedenfalls verabschiede mich für heute wie immer mit einem Ciao, Miau.